Wie steht Ex-Kanzler Gerhard Schröder zu den Entscheidungen seines Nachfolgers Olaf Scholz in der aktuellen Ukraine-Krise? Seine jüngsten Äußerungen werfen Fragen auf, wie die politische Landschaft die Haltung von Scholz und Schröder bewertet. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der wegen seiner engen Beziehung zu Wladimir Putin in die Kritik geraten ist, äußert sich selten öffentlich. Nun lobt er jedoch seinen Nachfolger Olaf Scholz für dessen Entscheidung in der Taurus-Frage und bezeichnet ihn als Friedenskanzler. Schröder unterstützt Scholz' Entscheidung, keine Taurus-Raketen in die Ukraine zu liefern und sich gegen die Entsendung von Bodentruppen auszusprechen. Er betonte die Notwendigkeit einer deutsch-französischen Initiative zur Verhandlung einer Lösung für den Konflikt in der Ukraine. Der 79-jährige Schröder äußerte sich positiv über Scholz und bezeichnete ihn als Friedenskanzler. Er verteidigte auch den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der kritisiert wurde für seine Äußerungen zur Einfrierung des Konflikts in der Ukraine. Schröder, der weiterhin eine enge Beziehung zu Putin pflegt, wurde von der SPD-Spitze isoliert, aber ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn scheiterte. Er unterstützt Scholz' Entscheidung und weist Kritik zurück, dass diese Putin in die Hände spiele. Die Absage von Scholz an die Taurus-Lieferung wurde mit Schröders Nein zur deutschen Beteiligung am Irakkrieg verglichen. Schröder hält den Vergleich für unpassend, betont aber die Bedeutung einer deutsch-französischen Zusammenarbeit zur Lösung des Ukraine-Konflikts. Er kritisiert die Diskussion um Scholz, Friedenskanzler, Image und betont, dass es die Aufgabe eines Politikers sei, Frieden zu schaffen. Er sieht Scholz, Bemühungen um Frieden als selbstverständliche Aufgabe eines verantwortungsvollen Politikers.